Die Generation 50 plus, wichtig für das Land Brandenburg und den regionalen Arbeitsmarkt. Das Ministerium für Arbeit, Soziales, Frauen und Familie hat ein besonderes Förderprogramm gestartet. Die InnoPunkt-Initiative Ältere – Erfahrung trifft Herausforderung. Ältere sind nicht nur erfahren, sondern auch innovativ. Ziel der Initiative ist es, die Potenziale der Generation 50 plus sichtbar zu machen und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gezielt zu fördern. Ein Schwerpunkt der Initiative widmet sich der Verbesserung von Einstellungschancen dieser Zielgruppe. Das Interessante und Spannende an unserem Projekt ist, dass in Unternehmen innovative Ideen durch kreative Teams mit erfahrenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern umgesetzt werden. Dabei werden diese unterstützt durch die Universitäten Frankfurt und Cottbus. Coaching hier im Team, in der Gruppe mit einem sehr kompetenten Trainer, wo man das Feedback sofort hat, bringt mir sehr viel, auch für meine zukünftige Arbeit. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit diesem Projekt gemacht. Die Odersan praktiziert ja selbst in ihrer Firma einen gesunden Altersdurchschnitt ihrer Belegschaft. Und wir wollten älteren Arbeitnehmern mit diesem Projekt auch die Chance geben, sich in unserer Firma noch einmal zu bewerben. In diesem Projekt haben wir eine Bedienungsanleitung für ein mechatronisches Modell erarbeitet und das Schönste daran ist, dass ich auf diesem Wege einen Arbeitsplatz gefunden habe, an dem ich mich sehr wohl fühle. Die Akademie Zweite Lebenshälfte entwickelt gemeinsam mit den Teilnehmerinnen ein neues Instrument der Qualifizierung für Ältere, das insgesamt ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht. Es entstehen kreative Ergebnisse, in die die Teilnehmerinnen vor allem ihre eigenen Ideen einfließen lassen können. Das Projekt hat mir gebracht, dass ich sicherer geworden bin in der Computerarbeit, vor allem im Erstellen von Präsentationen. Die Teamarbeit hat so einen Spaß gemacht und hat mich gefordert, dass ich den Mut jetzt gehabt hatte und eine neue Arbeit gefunden habe. Campus Barum 50 Plus, eine strategische Herausforderung für die Hochschule, die Anwendung von Konzepten von jungen Leuten für Erfahrung. Unser Konzept vermittelt den Projektteilnehmern ein breites Spektrum an Kompetenzen, von der Arbeit mit Projekten über die Erstellung von Fragebögen zur Marktforschung bis hin zum Arbeiten. Uns als Team war es eine Herausforderung, am seniorengerechten Oder-Center mitzuwirken, unsere Ideen zu verwirklichen und uns dabei weiterzuentwickeln. Für uns als Unternehmen ist es unglaublich wichtig, über die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kunden stets genau informiert zu sein.
Im Rahmen dieser Projektarbeit wird es erstmalig für ältere Menschen erarbeitet und das ist für uns als Erkenntnis extrem wichtig. Der innovative Ansatz des Projektes Campus der Generationen liegt darin, dass wir interessante Projekte haben, die von der brandenburgischen Wirtschaft uns vermittelt worden sind und dass Jüngere und Ältere zusammenarbeiten. Das hat es in dieser Form bisher noch nicht gegeben. Also wir haben gemerkt, dass wir so theoretisches Wissen haben in Bezug auf Markt, Forschung, und Organisation und Personal. Und diese drei Personen, die mit uns im Team sind, die haben alle in diesem Bereich eigentlich schon Berufserfahrung. Und das ist das Interessante. Ich war bisher immer schon im Projektmanagement tätig, habe viele Aufgaben erfolgreich auf den Markt gebracht. Und gerade hier bei IBIS sehe ich genau diese Herausforderung, die ich brauche. Also die Älteren zeichnet einfach aus, durch ihre Erfahrung kommen sie schneller auf den Punkt und lassen die unwichtigen Dinge eher weg. Also im Vergleich zu dem Studium vor mal fast 40 Jahren, da ist das schon was Neues jetzt hier. Und also es imponiert mir schon, gefällt mir gut und ist eigentlich auch ein ausreichendes und gutes Lehrangebot, was wir besuchen können. Das Projekt hat mir an und für sich sehr viel Selbstvertrauen gebracht. Ich bin also ein bisschen, sagen wir, anderer Mensch geworden. War am Anfang ein bisschen am Boden, als ich merkte, man will mich nicht mehr. Und das ist also ein bisschen auch durch das Projekt wieder in eine andere Höhe gehoben worden. Die Generation 50 plus, unverzichtbar für ein starkes Brandenburg. Beteiligen auch Sie sich an der InnoPunkt-Initiative Ältere, Erfahrung trifft Herausforderung.